mystisches Anthrazit. Kunst der Linie in expressivem Graphit. Und die Dächer von Paris in romantischem Toupet. Ich werde euch vermissen, hier im November im Nebel. Und die Stärke der Berge in zeitlosem Grau. Ja, du sanfter Morgentau. Mein melancholisches Mittelgrau. Vielen Dank. Also an dieser Stelle klatschen die Leute immer. Ich habe nämlich gestern, vielen Dank, im Treibhaus in Innsbruck für Fiverr eröffnet. Da waren 500 Leute da. Die sind ausgerastet nach diesem Gedicht. Sie dachten nämlich zuerst, es wäre von Rainer Maria Rilke. Aber in Wahrheit ist es von mir. Ich war nämlich im Baumarkt. Es ist nämlich eigentlich eine Aneinanderkettung von Produktnamen von Alpina Wandfarben. Ich war im Baumarkt und wollte mir eigentlich nur Wandfarbe kaufen. Da wollte ich erschlagen an der Auswahl der Lieblingsfarbe der Deutschen, den Grautönen. Da ist mir doch glatt diese Nummer eingefallen. Ich sitze in meinem Zimmer in schizophrenem Gelb und ich drehe andermal für ein bisschen heile Welt und ich warte, bis mein dann geh ich erst raus. Ein neues Jahr, ein neues Glück. Wer bringt die Liebe zurück zu mir? Ich weiß nur eins, dass ich heute nichts riskiere und bleib hier ganz allein, ganz allein. Mein Korridor strahlt im melancholischen Mittelgrau. An der Haustür hat's geklingelt, scheiße, welche blöde Sau. Sperrt mich jetzt in meiner privaten Sphäre, da mach ich nicht auf. Außer es ist der Paketdienst, Leute. Ein neues Jahr, ein neues Glück. Wer bringt die Liebe zurück zu mir? Ich weiß nur eins, dass ich heute nichts riskier. Bleib hier ganz allein. In der bösen Violett, 7 Matches bei Tinder, krieg mich nicht aus dem Bett. Eine unterdrückte Nummer auf dem Display, da geh ich nicht ran. Nee, ein neues Jahr, ein neues Glück. Wer bringt die Liebe zurück zu mir? Ich weiß nur eins, dass ich heute nichts riskier und bleib hier ganz allein. Ganz allein, ganz allein, ganz allein, ganz allein, ganz allein. Das ist der tiefste Ton, den die Novak singen kann. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich bin so stolz.